Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft Server Showcases mit dem guten Herr Yoshi und mir. Heute befinden wir uns nicht auf dem Boden, sondern in der Luft, wie man unschwer erkennen kann. Und zwar geht es heute um die Ballons, die über unsere Stadt schweben. Yes, genau, denn ihr seht schon, wir stehen gerade auf dem pinken Ballon, der mitten über unserer Stadt schwebt. Und das Ganze erklären wir euch einmal, warum das eigentlich hier ist, denn das ist ja jetzt nicht so gewöhnlich. Ja, wundert euch nicht, warum ich heute so klinge. Ich bin ein bisschen heiser. Ich denke, das ist akzeptabel. Ich werde euch trotzdem professionell erklären, was hier heute vor sich geht. Wir haben also die Ballons und die schweben über der Stadt, um so ein bisschen Aussichtsplattform zu bieten. Und ja, der Bauer der Ballons ist der gute Sensei, denn der hat auch über seinem eigenen Viertel Ballons gebaut und hat sich gedacht, hey, die Stadt könnte ja auch welche gebrauchen. Er ist nämlich einer der reichsten und aktivsten Leute auf diesem Server. Und kann sich das halt einfach leisten. Ja. Dazu passt auch direkt der Grund, warum wir sie gebaut haben. Denn ursprünglich sind diese Ballons gedacht als AFK-Spot. Wenn sich da unten drunter eine Autofarm befindet, dann kann man hier oben AFK stehen, sodass die Autofarm bestmöglich betrieben werden kann. Und wir mögen das halt nicht, wenn einfach nur Blöcke in der Luft schweben. Deswegen haben wir gedacht, hey, was schwebt in der Luft? Genau, Heißluftballons. Eigentlich sind die Ballons super simpel gehalten. Die bestehen nämlich nur aus zwei Teilen. Einmal, wo ich drin stehe, der Ballonkorb und natürlich oben noch einmal der Ballon selbst. Der eine oder andere hat vielleicht gerade noch den Ring hier unten gesehen. Der ist aber nur für die Stadt selber, denn damit machen wir unsere Flugübungen. Jeder der Ballons in der Stadt hat eine andere Form unter sich drunter. Hier kann man zum Beispiel durchfliegen und da oben ist eine Plattform zu landen. Das ist halt extra, um mit der Elytra üben zu können. Die Ballons haben alle die gleiche Form, aber sie sind in verschiedenen Farben designt, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und natürlich gibt es auch noch einen besonderen Ballon, weil wir sind ja nicht irgendein Server, wir sind Bienenhausen und da gibt es natürlich noch den schwarz-gelben Ballon im Bienen-Style gehalten. Yes, schön mit einem spitzen Dachl oben dran, denn so gehört sich das. Ja, der Minecraft-Tag ist vorbei und genauso auch unser Showcase. Wir haben es heute recht kurz gehalten, damit das Ganze nicht so anstrengend ist und wir hoffen, dass das Ganze auch nicht nur heiße Luft war für euch. Wir würden uns freuen, wenn wir euch in zwei Wochen hier wiedersehen können und natürlich, wenn ihr dem Video noch einen Daumen in nördliche Richtung gebt. Ja, und schaut nochmal bei unseren Twitch-Kanälen vorbei, da streamen wir regelmäßig und unten in der Videobeschreibung ist alles Mögliche, was ihr wissen müsst zu dem Server. Danke, dass ihr dabei wart. Ich verabschiede mich. Tschüssi. Ciao.